Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lostag. Wir sind zurück und eine kleine Warnung vorweg. Wir haben gerade Gewitter und zumindest war das Internet gerade schon weg. Bin jetzt gerade erst wieder reingekommen. Ich hoffe, dass es nicht gleich wieder weg ist, denn sonst fliege ich hier raus und das war's mit der Aufnahme. Das heißt, Daumen drücken. Wir machen einmal die Quest jetzt ganz normal weiter. Ihr seid wieder da. Und genau rechtzeitig. Oder guck mal, was wir heute noch so erledigen können. Ich habe alle Berichte gelesen, die ihr eingereicht habt. Elonera, du hast geholfen, den Mord aufzuklären, der im Land der Anfänger passiert ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Die Ermittlungen laufen noch, doch wir vermuten, dass noch sehr viel mehr dahinter steckt. Ich habe einen Boten zu seiner Majestät Kaisar entsandt, um ihn zu bitten, zur Burg zurückzukehren. Melde mir die Fortschritte am Wassertank und erklärt mir auch, was im Land der Anfänger passiert ist. Ich verstehe. Ich bin dankbar, dass du versuchst, uns zu helfen. Ah, da kommt er her. Das ist seine Majestät Kaisar, oder Kaisar, der große König der Uma. Oh Gott, das ist wahrscheinlich noch eingebildet wie alle anderen, oder? Schön, dich wiederzusehen. Ich bin Kaisar, König der Uma. Mein Stab hat mir von dir erzählt. Vor langer Zeit schon hatten unsere Ahnen genug vom Leben an der unwirtlichen Oberfläche. Also bauten sie diese unterirdische Stadt. Unterirdische Städte sind teuer. Darum stellten sie mächtige Artefakte her und verkauften sie weltweit. Einige der Waffen waren so gefährlich, dass die Geschichte sie absichtlich vergaß. Jetzt zu dem Vorfall, den du gesehen hast. Fang von vorne an und erzähle mir alles. Erst von vorne, dass wir nicht sprechen können. Okay. Geister der Vergangenheit. Abenteuer verlernt. 10% abgeschlossen in Yorn. Yeu. Das heißt, Hälfte haben wir. Ein Dämon mit einem verdächtigen Schwert und Leichen, die wie Mumien eingewickelt sind. Als ich mir die Minen angesehen habe, sind mir Dämonen und Leichen aufgefallen. Aber jetzt hast du so etwas auch im Land der Anfänge gesehen. Etwas ist beim Wassertank vorgefallen. Sind Dämonen im Wassertank? Tamar, bring die Sylvaner Gepäckliste für dieses Boot. Fällt dir was auf? Das ist ein handgeschriebener Brief vom von Königin Arsena. Sie haben dich entsandt, um Arroganz so zu läutern. Ein Schwert, das der König die Lebenskraft... Das der Königin die Lebenskraft raubt. Es gibt nur ein Schwert, das so etwas vermag. Das magische Schwert muss von unseren arroganten Ahnen stammen. Velkrutze. Was? Was ist das für ein Name? Ja, unsere Vorfahren haben vieles falsch gemacht. Aber es waren unsere glorreichsten und besten Zeiten. Nachdem sie die große Arche erschaffen hatten, waren sie sicher, alles zu bauen zu können, was sie nur wollten. Bis einige Freaks kamen. Seltsame Leute? Ja, ein Reisender bot uns viel Geld an, um zu sehen, ob wir ein Schwert mit einem Bewusstsein erschaffen können. Das ist das Auge. Pa, ich habe gehört, unsere Ahnen haben ihn zuerst abgewiesen. Wer weiß, wie gefährlich so ein Schwert sein könnte. Doch dieser Schuft hat unsere Ahnen weiter Honig um den Bart geschmiert. Also hast du es geschafft? Wir wurden dazu herausgefordert. Wie konnten wir da widerstehen? Wir sind Uma. Es gibt keine Waffe, die wir nicht schmieden können. Unser Ruf stand auf dem Spiel. Doch als das Schwert vollendet war, ließen unsere Herausforderer die Maske fallen. Es waren Dämonen. Sie entrissen uns das fertige Schwert und verschwanden. Unser Stolz und unsere Arroganz haben uns dazu verleitet, dieses Schwert zu schmieden. Unsere Ahnen sollten es noch bitter bereuen. Die Generation von Sternenboten, die an der Entstehung von Velkrutze beteiligt waren, vor allem mein Meister, der große Galadur, haben immer beklagt, dass es nicht zu zerstören sei. Kann es zerstört werden? Das kann ich nicht garantieren. Das war ein Zauberschwert, das selbst unsere großen Ahnen nicht kontrollieren konnten. Doch wenn ich es aufhalten könnte, wäre mein Meister stolz auf mich, oder? Also schön, packen wir es an. Wie du vielleicht weißt, ist Velkrus ein magisches Schwert mit einem eigenen Bewusstsein. Und dafür muss es einen Grund geben. Könnten Elysium-Erz
Arcesium oder Chaosscherben es mit Empfindungen versehen haben? Schau mich doch nicht so an. Hast du etwa eine bessere Idee? Nein, natürlich nicht. Vielleicht würde uns ja was einfallen, wenn wir wüssten, wohin das Schwert wollte. Okay. Die Frage richtet sich auch an dich. Hilf Baldur beim Vernichten des magischen Schwertes Velkruse. Jenes Schwert befleckt unser Ansehen. Es muss zerstört werden. Mein Quartier steht dir zur Verfügung. Du findest dort Informationen über das Schwert. Ein Quartierchen haben wir. Na holla. So, Beziehung können wir mit dem König auch wieder pflegen. Aber erst natürlich, wenn wir die Quest wieder abgeschlossen haben. Ich gehe zu 99,9%. Ist es so? So, jetzt gucken wir mal. Aufzeichnen über Velkruse. Gütiger Uma, was haben wir denn nur erschaffen? Ein Schwert mit eigenem Willen. Das Material, das der Reisende uns gab, war in Wahrheit ein Dämonenauge. Wenn die ein Auge kriegen... Okay, egal. Aber Auge ist... Naja. Ich würde Fragen stellen, wenn mir jemand Auge in die Hand drückt. Aber gut. Naba und ich beharrten darauf, das Schwert zu finden und zu vernichten. Aber diese verbohrten Eisenhammer-Idioten wollten immer nur die Arche schließen. Doch ich weiß noch, was ich damals gehört habe. Ich habe gehört, wie jenes böse Schwert mit seiner galligen Stimme sang und wehklagte. Was ich damals hörte, raubt mir noch heute den Schlaf. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, was wäre, wenn das Schwert in die Hände eines Dämonen gelang. Wie alle intelligenten Geschöpfe wird das Schwert schon bald nach Evolution streben. Dieses Schwert, es wird zurückkehren und uns in Zukunft noch heimsuchen. Ich fürchte, unsere Arroganz könnte noch unser ganzes Volk ins Verderben stürzen. Eika. Okay. Oh, wir haben bald Level Up, Level 51 bald. Viel fehlt nicht mehr, drei Viertel. Eika, mir sind auf der Suche nach dem verschwundenen Schwert seltsame Neuigkeiten zu Ohren gekommen. Es gibt da ein Gerücht, dass ein magisches Schwert durch Arcesia streift und seinen Besitzer die Lebenskraft raubt. Wer die Stimme des Schwertes vernimmt, verliert den Verstand und verdirbt. Viele sind durch das Schwert gefallen. Doch offenbar suchen auch weitere Leute nach ihm. Ich kann nur hoffen, dass es sich bei dem Schwert nicht um Velkruse handelt. Das Schwert, nach dem wir suchen. Naba. In meinem Leben habe ich viel mehr erreicht als die meisten Leute. Ich habe dich ständig gefordert, in der Hoffnung, dass du es mir gleich tun würdest. Doch ich hätte es nicht tun dürfen. Zu Baldur. Also von Galadur zu Baldur. Das ist den wir ja gerade haben. Nun ist mir klar, welche Last ich dir in meiner Ungeduld aufgebürdet habe. Baldur, unsere Zeit auf dieser Welt ist begrenzt. All die goldenen Tage, für die wir gearbeitet haben, haben einen finsteren Schatten. Es schmerzt mich zu wissen, dass das Problem mit Velkruse zukünftige Generationen werden lösen müssen. Doch ich habe die Hoffnung, dass du die Probleme lösen wirst, die durch unsere Arroganz verursacht wurden. Ich lasse dir die Sternbodenwaffe Fjorgin in deiner Obhut. Du kennst deine Pflicht, oder? Der Rest ist an dir. Ich habe dich auserwählt. Sei stolz darauf, Baldur. Baldur. Okay, also er muss die Waffe dann zerstören. Oh, wir müssen erst mehr Waffe wiederfinden. So, Arche der Arroganz. Der große Sternenbote Galadur warnte vor den Gefahren des uralten Schmiedefeuers in der großen Arche. Bei der zweiten eisernen Konferenz im großen Herzen riet Galadur angesichts der Katastrophe von Velkruse dazu, das uralte Schmiedefeuer erlöschen zu lassen. Wenn Velkruse das uralte Schmiedefeuer nutzt, um sich weiterzuentwickeln, würde es Arcesia ins Verderben stürzen. Die großen Archen stimmen mit 8:2 für Galadurs Vorschlag, es mit dem großen Siegel zu verschließen. Hier fehlt ein Teil. Seit damals ist das große Siegel in der bombastischen Brauerei geschlossen. Da waren wir noch schon. Nun soll niemand mehr von der großen Arche reden oder schreiben. Die Arche der Arroganz muss aus unseren Erinnerungen verbannt werden, damit unser Volk in Sicherheit und an unsere Arroganz ein Geheimnis sein kann. Schriftgelehrter Barber der Eisernen Konferenz. Also, das Schwert will zur Arche, weil es sich damit dementsprechend neu schmieden kann. Irgendwas in der Richtung zumindest. Ich weiß nicht, wie es sich ein Schwert weiterentwickeln will, aber gut. Und das heißt, wir müssen hier darüber. Geh zu Baldurs Grobschmiede. Ihr betretet den königlichen Palast. Aber wir brauchen auf jeden Fall dann dementsprechend die Arche dazu. Geister der Vergangenheit.
Und am Ende von der ganzen Questreihe wieder kommen wir dann endlich in Klasse 2 rein. Da freue ich mich am meisten drauf. So, ah, hier. Hast du es gefunden? Ja. Ja. Ich suche auch beim Schmied nach Informationen. Was für Informationen hast du denn gesammelt? Die große Arche? Du meinst wohl die Arche der Arroganz. Evolution? Das ist schon ein Problem. Wenn das stimmt, was hier steht, dann könnte Velkrusse durchaus zur Arche der Arroganz unterwegs sein. Doch die Arche ist versperrt. Wir brauchen das große Siegel. Das Siegel ist in der bombastischen Brauerei. Die bombastische Brauerei? Dort ist der Schlüssel? Dann gehen wir in die bombastische Brauerei. Ist Velkrusse dort, werden wir schon eher wissen, was wir brauchen. Was ist das für ein Papier? Handelbar? Tagesration eines legendären Trinkers. Für einen Abenteuerfolianten. Cool. Können wir gleich hinzufügen. So, apropos 10%. Okay, 20 Federn ist jetzt nicht die Welt, aber wir kriegen bei 20% 10 Güte, immerhin. So, Galadur hinterließ einen Brief. Das ist... Die Bücher meines Meisters? Schnief. Er hat mich immer ausgeschimpft, aber... Danke, ich kann nicht glauben, dass die weggeworfen wurden. Allein der Gedanke, dass sie aussortiert und gespendet wurden. Ohne dich hätte ich nie davon erfahren. Gut, ab sofort gehören wir zu einer Familie. Familie? Ja, nach dem Tod meines Meisters hat sich niemand mehr so aufrichtig meiner angenommen. Ab sofort kannst du mich deinen Bruder nennen. Ja, toll. Bevor wir aufbrechen, sollten wir zu Nerias Taverne. Trink ein Glas mit deinem Bruder. Geht auf mich. Kaderstufenaufstieg. Mittlerweile bei 41. Wir kriegen bei 50 kriegen wir eine neue Belohnung mit Hintergrund. Und Bifressschlüssel bei 60. Nice. Ein zweiter Bifressschlüssel ist super, weil wir damit dann weiter durch die Welt reisen können. Also 60 ist nett, tatsächlich, wenn wir das kriegen. So, die Brauerei ist da unten. Kommen wir da auch seitlich hin? Ich weiß gar nicht, ob du von da auch dahin kommst. Wir reiten außen rum. Okay, ab in die Taverne. Dann zur nächsten Taverne. Und wir machen einfach eine Kneipentour, wie wir es damit. Wenn wir genug trinken, ist uns alles andere auch egal. So, Rinda. Jetzt erstmal wieder suchen. Das Ding ist tatsächlich recht groß. Müsste das nicht hier sein? Da ist es. Ach, der schon wieder. So sehen wir uns wieder. Als ich gemeldet hatte, dass ich Elonera in Yorn getroffen habe, hat dir unser Majestät Tyran einen Brief geschickt. Ich bin froh, dass ich die Nachricht überbringen kann. Schon wieder was zum Lesen. Yay. So, Brief öffnen. Schleimt eh nur rum wahrscheinlich, oder? Geht es dir gut? Ich habe von Gabrian gehört, dass du in Yorn bist. Geht es dir nach dem Vorfall in Yorn gut? Ich weiß, ich muss mir um dich keine Sorgen machen. Doch als Freund hoffe ich, dass du dich nicht allzu großer Gefahr ausgesetzt hast. Ich überlege auch nach Yorn zu kommen. Ich muss den Vertrag mit König Kaisar abschließen. Und falls möglich, möchte ich auch den legendären Grobschmied der Urma treffen. Ich habe gehört, dass er das zerbrochene Schwert des Bezwingers reparieren kann. Ich hoffe, wir können uns sehen, solange du in Yorn bist. Bezeichnet Tyrain. Damit ist meine Mission abgeschlossen. Das war ein wirklich sehr befriedigender Vertrag. Leider konnte ich den legendären Grobschmied nicht finden. Ich habe gehört, es gibt da eine Krise in Yorn, die gerade bekämpft wird. Werden die Nachfahren der Sternboden Erfolg haben? Was so immer geschehen mag, ich sollte immer noch in der Lage sein, unser Majestät Tyrain zu treffen, wenn er hier eintrifft. Hoho. Ah ja, unser Majestät Tyrain wird schon bald in Yorn eintreffen. Ich werde den Vertrag mit König Kaisar vollenden und mir ansehen, ob das Schwert des Bezwingers zu reparieren ist. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Ritterin. Okay, der kommt auch noch hier hin. So, wir nehmen die Nebenquest logischerweise mit. Oh. Umaka. Emote Umaka. Neuer Emote ist gut. Brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, das müssen wir verfolgen. Genauso wie Lieder, die wir dringend brauchen. Wie kann ich helfen? Vielleicht irgendwas Sinnfreies tun. Warum sind die so schnell? Weil ich Fjorgin trage. Vielleicht ist schon... Ach, das ist... Ah, der Hammer ist dieses Fjorgin trage. Vielleicht.
Ist schon sehr schwer. Warum schaust du mich so an? Du glaubst doch nicht etwa, dass ich es mir nicht leisten kann, dich zu was zu trinken einzuladen, oder? Der Sonnenhüter verdient jetzt nicht so wenig, dass er dir keinen Humpen ausgeben kann. Hier, her mit dem Glas. Das Bier der Oma ist legendär wegen seiner Stärke. Haha. Hier, Prost. Prost. Ah, das hat geschmeckt. Genau das habe ich gebraucht. Hä? Du willst schon los? Setz dich, iss auch was. Wir haben hier ganz feine Sachen vom Grill. Da läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Übrigens, dieser riesige Hammer. Ah, der hier. Das ist der Hammer, den ich von meinem Meister habe, Fjörgin. Er ist ein legendärer Streithammer, der von der Sternenboten erschaffen wurde. Erst seine Ehre, ihn auch nur zu sehen. Jetzt, da du diese große legendäre Waffe gesehen hast, noch was zu trinken? Hoch das Glas! Naria, noch ein Fass Uma-Bier. Noch ein Fass? Alkohol ist nicht etwas, das man Glas für Glas trinkt, um den Durst zu löschen. Man muss alles auf einmal trinken. Okay, hoch die Familiengläser. Haha, wir müssen so trinken, um uns aufzuheitern. Weiter noch mehr Prost. Das endet in einem völligen Besäufnis, ich sehe es schon. So, Prost. Müssen wir wieder eingeben. Also gut. Gehen wir dann zur Ruß-Ambossmine. Erstmal Prost. Jetzt hat er mich angestarrt, jetzt legen wir hier aber auch voll los. Jesus Ambro. Okay. Wir machen aber schnell mal hier eine Nebenquest. Lalalala. Wäre cool, wenn wir das irgendwie noch schneller beschleunigen könnten. Wir machen das schon auf schnell, aber ihr wisst, was ich meine. Jesu. Okay, darüber noch. War klar, dass das in der Taverne ist. Das heißt, er kann wahrscheinlich mit dem Hammer das Schwert zertrümmern also oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder umschmieden oder was auch immer. Wir werden es erfahren, auf jeden Fall. Gehe ich mal von aus. Ist aber eine sehr lange Questreihe, auf jeden Fall. Für einen Emote. Wo müssen wir denn jetzt hin? Vater, muss ich ja darüber. Okay. Da. Lau Forest. Abschließen. Yay, wir haben es geschafft. Plus Charisma 1. Okay, das müsste jetzt dann, glaube ich, wieder kürzer sein. So, Emote müssen wir auch lernen. Sehr schön. Emotes sind aber halt wichtig, damit wir auch Beziehungen aufbauen können und so weiter und so fort. Und mit manchen, ihr habt es gesehen, ohne den Emote Prost beispielsweise geht es gar nicht. Huch, was haben wir jetzt? Achso, wir sollen... Hä? Wir haben irgendwas getan, dass wir jetzt kämpfen müssen. Okay, und jetzt? Müsste ich gerne mal... Sprich in Neria, okay. Rubier will hier arbeiten. Cool, aber extra so eine kleine, kleines Szenario mit eingebaut. Ist ganz nett tatsächlich. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Irgendwo im hinteren Bereich. Hier ist doch aber bestimmt. Kein Mokokosamen. Wir haben, glaube ich, noch kein. Wir haben null Mokokosamen bis jetzt gefunden. Also, wenn hier in der Taverne keiner liegt, keine Ahnung, dann geht's mit dem Teufel zu. Ja, liegt definitiv doch irgendwo einer oben. Wir sehen da ja auch noch keinen. So, abschließen. Charisma, Punkt. Nice. Und wir kriegen was für den Abenteuerfolian. Und wir kriegen wieder Kisten mit, ja, Granaten und so weiter. Noch brauchen wir sie nicht wirklich. So. Auch selbst die Nebenquest hier, die hält schon auf. Kann man sagen. So, jetzt müssen wir nochmal kämpfen und suchen nach den Absichtlichkeiten des jungen Manns. Da geht Party. Sollte das... Ach, das ist dann irgendwo da oben. Das Ding ist schon riesig hier. So, einfach nur stehen bleiben. Wenn wir was können, dann ist das stehen bleiben. So, jetzt wieder zurück. Alter Verwalter. Hier drin kannst du nicht mal reiten. Prost. Prost, Prost, Prost. So, mit ihm hier. Ah, nur noch ein Zettel. F5. Ich glaube, die Nebenstories sind teilweise ganz interessant, aber es ist einfach... Alter, es ist einfach viel zu viel. Traurig. Für wen machen wir das gerade? Für uns selber?
Hier ist keiner mehr. So, Quest abgeschlossen. Abschließen. Abenteuerfoliant. Dankeschön. Charisma plus 4 aber immer. Okay, Charisma plus 4 ist nicht übel. Beziehung geht erst, okay, wenn wir hier die Questreihe durch haben. Okay, das ist ganz woanders. Das heißt, wir können hier erstmal wieder raus. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen Großfeste. Großfeste. Der Anfänge? Nee, hier hinten. Oh Gott, das ist ja auch ganz im Arsch. Ich weiß gar nicht, ob wir hinten irgendwie rauskommen aus der Taverne. Ah. Wahrscheinlich aber schon. Muss ja. Nicht schlecht, ein Hübscher. So, okay, jetzt erstmal da hinten weiter. Es gibt eine legendäre Spitze. Wir könnten uns auch in der Stadt noch umsehen. Wir haben noch die Chaosportale. Antromontane hat übrigens jetzt schon ewig kein Chaos. Ach, Aufzug fahren. Yay! Ewig kein Chaosportal gemacht. Aber es ist so momentan sinnvoll, weil wir haben die Gegenstandsstufe 600 bereits erreicht. Ich habe 2 Millionen Kristalle übrig. Deswegen, ja, sinnfrei jetzt irgendwie weiterzumachen erstmal. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt schon Klasse 2 erreichen, wir haben bereits hier die Kristalle für Gegenstandsstufe. Klasse 2 steht ja auch dabei. Ja, auch ein paar. Sind jetzt nicht viele. Also 500, wenn es zumindest so ansatzweise läuft wie bei, wird wahrscheinlich eher sogar schwerer wie bei Klasse 1. Ist das echt nicht viel, was wir haben. Aber immerhin ein bisschen was. Was ist hier? Trankhändler brauchen wir nicht. Aber wir kriegen definitiv noch ein bisschen was. Wir haben auch schon die ein oder andere Kiste bekommen mit so Fragmenten auch. Die wir dann benutzen können. Um, ja, auch die Fragmente dann aufzuladen für Klasse 2, die wir brauchen. Und so weiter und so fort. Akku ist schon wieder eine Mine. Oh, Kristalle. Das ist nicht gut. Alle sind außer sich wegen des Erdbebens. Zunächst mal muss ich wissen, wo der Minenaufseher Noopen ist. Wenn ich in die bombastische Brauerei will, brauche ich seine Erlaubnis. Gehen wir erstmal hinein. Es muss doch jemand mit genug Hirn geben, um mir zu sagen, wo Noopen ist. Viel zu tun. Viel zu tun. Das ist noch nie zuvor passiert. Die Decke. Die Minendecke ist eingestürzt. Das kriegt doch immer wieder ein. Noopen und meine anderen Kameraden sind immer noch da drin. Oh mein Gott. Wir werden ihn retten. War irgendwie aber klar. Wer hat's kommen sehen? Hand hoch. Meine Freunde sind unter dem Geröll verschüttet. Beruhigt dich, unerklärende Situation. Ich erinnere mich an nichts, nur an das große Erdbeben und den Einsturz der Decke. Meine Kameraden sind noch immer unter den Felsen begraben. Doch die Telpas sind überall in der Mine. Da kann ich nichts machen. Was sind Telpas? Warum sind die elenden Maulwürfe wieder hier? Oh, Maulwürfe. Was ist ein Telpa? Das sind Maulwürfe, die vollkommen ausflippen, sobald sie etwas Glitzerndes sehen. Die haben die Uma-Minen genau beobachtet und auf ihre Chance gewartet. Und jetzt bereiten sie sich hier und bereiten sie uns hier Kopfschmerzen. Uff, rette zuerst die Uma unter den Felsen. Ich gehe direkt los, um Noopen zu suchen. Ich bin nicht jemand, der sich von einem Telpa beeindrucken lässt. Aber wir dürfen auf keinen Fall Noopen verlieren. Ich muss ja kämpfen können. Als Nachfahre. Aber die Frage ist, was ist mit diesem Topf der Magie auf sehr? Das muss auch irgendein Quest sein oder sowas. Weil die Dinger stehen halt echt überall. Todes Wiese. Wie genau sie unter den Felsen liegen, dass die Felsen genau auf ihren Beinen landen. Aber wir können ja auch Berg bauen. Das ist ganz nett tatsächlich. Ah, guck mal hier auch nochmal. Das werden wir auch nutzen, denn mir fehlt nach wie vor Stein. Ich hätte auch noch die wöchentliche Quest offen. Ihr seht es gerade, aber das Problem ist an der öffentlichen... wir haben heute Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Morgen ist Reset und ich muss noch 500 schaffen. Das werde ich heute nicht mehr hinkriegen. So viel Zeit habe ich einfach die Woche nicht. Vielen Dank. Du hast mein Leben gerettet. Noopen wollte in unser, Schmugglerlager. Ah ja. Dieser widerliche Telpas wollen alle da rein. Zuletzt habe ich gesehen, wie die mit Spitzhacken zum Schmugglerlager gelaufen sind. Dank dir ist uns gerade noch die Flucht gelungen. Aber da es keine Neuigkeiten gibt, glaube ich nicht, dass Noopen... Doch versuche zunächst Baldur in der eingestürzten Mine zu finden. Wir haben Stein bekommen. Stein bekommen. Wir können direkt wieder abbauen. Da haben wir noch eine Nebenquest. Ja, Lore fahren. Yay! Das dauert genau... Es ist ein Aufzug. Sind wir mal ehrlich? Das ist nichts anderes wie ein Aufzug. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach da unten.
So, Erfolg. Bitte aufsatteln. Vielen Dank. Ah! Ja, okay. Ich hab's mir gedanklich ein bisschen anders vorgestellt, die Viecher, aber ja, warum nicht? So, wir müssen tatsächlich ein bisschen aufpassen. Die hauen hier jetzt mittlerweile tatsächlich sehr gut rein und halten ein bisschen was aus. Da jetzt ein Meteor nicht unbedingt komplett, zumindest nicht eine Zusatzattacke, aber immerhin. Nicht mehr so einfach. 11 Mokoko-Sämchen hätten wir hier auch. Werde ich ja zumindest einen finden, hoffe ich. So. Bestimmtes Bier. Auch wieder mehrteilig. Nehmen wir aber alles mit. Hat sich fast das Aufsatteln gelohnt. Oh, alle auf der Flucht. Die kleinen Helmchen auf oder so. Fliegerkappen. Oh, ist das? Das ist was Größeres. Ah, hat das getroffen? Teilweise. Bats. So, schon mal aufheben. So, wir brauchen das. Das ist wieder ein Bullgegner. Oh, unten Abenteuer verlieren. Aber hier, ihr seht schon, also wir kriegen echt richtig gut eins eingeschenkt hier. Die hauen schon richtig krass zu, die Viecher. Also mittlerweile, Heiltränke müssen wir nehmen. Ich habe nicht mehr so viele, 20 Stück tatsächlich nur noch. So, aber abhängen kann man sie nach wie vor. So, erstmal du hier. Wirk, Igitt, Bäh. Okay, scheint nicht zu schmecken. Weisheit. Kaderstufenaufstieg. Alter. In der einen Folge zwei Kaderstufen geschafft. Oder eine komplette Kaderstufe geschafft. Läuft. Diese elenden Telpas. Die haben alle tragenden Zäune angeknabbert. Diese nicht-sutzigen Idioten wollen uns alle umbringen. Aber egal, ich werde die Säulen auf dieser Seite verstärken. Du gehst rein und suchst nach Nuben. Wenn du dich nicht beeilst, bricht hier vorher noch alles zusammen. Schnell! Was für Säulen? Sollte nur ein Szenario sein, oder? Ein Chaos-Dungeon betreten. Schmugglerlager. What? Ist das ein richtiges Dungeon oder nur so ein... Oh! Okay, sogar mit Sequenz. Wieso haben die Bomben? Okay. Wieso haben Maulwurfs Menschen Bomben? Ist das ein richtiges... Das ist ein Szenario. Was zur Hölle? Okay. So, Mokoko-Samen gibt es hier nicht, deswegen habe ich kurz auf die Karte geschielt. Ah, okay. Hä, ist aber nicht das, was die gerade weggesprengt haben? Hier, die dicken hier. Ein großer. Patz, so. Der nächste. Die sind auf jeden Fall echt cool. Ah, aber Fernkämpfer. Super. So, das müsste es gewesen sein. Weg damit. Armbrüsten. Okay. Why not? Mal alle hier hin, bitte. So, immer schön zusammenziehen. Prozent. Einer fehlt wieder, oder? Ja, das geht. Zwei fehlen. Okay.
Kommen wir da nicht lang? Das wieder. Hier, das ist. Teilweise gibt es so Geheimgänge, wo du dir denkst, okay, da kann kein Geheimgang sein. Und dann so ganz offensichtliche Dinge. Ist eine Alpha-Wand davor gesetzt. So, zweiter Gleisabschnitt ist fertig. Ja, dahin müssen wir gar nicht lang. Hi. Hey, hier drüben. Hilf mir mal. Ah, okay, wir müssen erst die besiegen. Okay, weg, weg, weg. 50% erst. Okay. Patz. So. Reicht nicht mal. Tatsächlich die Attacke. Und damit schon. Meisterhandwerker Kartier. Danke dir. Oder Keitar. Suchst du nach Nupen? Dann hier lang. Den suchen wir. Was für ein riesiges Chaos. Ah, ich gebe mein Bestes. So, Seilbahn fahren. Die sind mir lieber wie Aufzüge. Um einiges lieber. Wir müssen. Okay, bis dahin da wahrscheinlich. So, beide befreit. Mal langsam. Einmal haben sie es aber eilig. Nuben, da ist er doch. Den brauchen wir. Ich brauche mal. Und was sollen wir da hinten machen? Aktiviere die Lore. Ah, okay. Weiter! Nichts wie raus hier! Tut etwas! Können wir ruhig helfen? Ah, der Chef. Wie kommen wir da hin? Okay, springen. Okay, wir können weiter springen wie so ein Uma. Das ist der Endkampf. Gut, komm her. Ah ja, klar. Bleib mal bitte da drin in dem Kreis. Danke. Ja gut, das war ein Volltreffer. Wir haben uns halt auch direkt reingeschossen gerade. Okay, Stunt. Stoßimmunität haben wir ihn genommen. Ende. Aber so richtig Items haben die auch nicht. Wo fahren jetzt hin? Alles klar. Bomben. Festhalten. Wo denn? Da müssen wir da wieder hochkommen. Das wird dauern. Auch hier, hier zwei Material wieder. Sogar eine ganze Kiste gekriegt. Die elenden Telpas. Vielen Dank für die Hilfe. Ich dachte schon, ich ende genau wie diese Maulwürfe als Hackfleisch. Verstehst das nicht falsch. Aber wer zum Henker bist du, dass du herkommst und uns rettest? Und wer ist dieser Säufer? Ich muss das große Sieg in der bombastischen Brauerei finden. Hm, du musst ihn in der bombastischen Brauerei. Du suchst dort nach dem großen Siegel und du gehst mit Baldur dorthin. Das macht mich neugierig. Was um alles in der Welt ist denn da oben passiert? Das magische Schwert Velgruse ist erschienen. Bei den Göttern der Uma. Velgruse? Velgruse? Soll das etwa heißen, dass dieses verfluchte magische Schwert wieder in Jorn ist? Kein Wunder, dass so viel Böses in der Luft zu scheinen scheint.
Ich hätte mir das ansehen sollen, als die verrückten Telpas hier unten rumgelaufen sind. Wechseln wir zuerst den Standort. Ich werde schon müde, wenn ich hier nur stehe. Auf zum nächsten Schutzraum. Unterwegs können wir noch mehr Arbeiter wieder zur Besinnung bringen. Wir reden darüber weiter. So, auch hier wieder Nebenquests mit dabei. Ist das ja schon wieder mit dem Bier? Ah ja, nächstes Ding. Und wir kriegen ein Kraftbier. Okay, bin echt keine Mokokosamen mehr. Irgendwie ist... Klar, ich gucke jetzt nicht mehr speziell danach tatsächlich auch. Aber so ab und zu müsste einem eigentlich mal einer über den Weg laufen. Was ist los? Abschließen. Nee, annehmen. Ah, dafür fehlt uns noch Skill. 20 braucht man dafür tatsächlich. Handwerksfertigkeiten. Wir sind Bergbau 9, toll 19. Kurz vor 20. Okay. Ah, das sind wieder diese Baumheinis. Hier, da ist noch Erz. Ah, die halten schon ordentlich was aus. So, wenn wir Glück haben, kriegen wir auf Stufe 20 hin und können vielleicht tatsächlich sogar noch abbauen. Wobei das jetzt auch nicht so viel mehr dann bringt, muss man auch sagen. Das geht so. Da bringt... Na, müssen wir auch wieder killen. Es bringt zwar was dann, das abzubauen, dass ein bisschen mehr Material rauskommt, aber jetzt nicht die krasse Menge. Was ist hier? Haben wir es jetzt abgebaut oder nicht? 4 von 10, ja. Das dauert immer ein bisschen, bis du das tatsächlich dann auch wirklich abbaust. Das Problem ist, genau, Feinde unterbrechen nämlich hier. Du hast schon das nächste. Ah ne, das ist das, das 20er. Keine 3 Meter weit gedacht. Herzlichen Glückwunsch. So, da ist noch eins. So, abbauen bitte. Schnell. Geschafft, oder? Ja, geschafft. Steckt da ein bisschen gerade fest. Er hält ganz gut aus. So, F5. Vor allem ein Heiltrank. Wo müssen wir F5? Da hinten müssen wir F5 nehmen. Okay. Oh, eine Kiste. Prüfen. Misch den Säure. Was? Da hinten. Okay. Ganz da hinten. Kinder, sie will doch nur abbauen. Wahrscheinlich triggern. Ja, aber klar. Jetzt triggern wir die als nächstes. Ich will doch nur das Erz. Danke. Geh auch schon wieder. Du kannst während des Kampfes aufsitzen, aber wenn du, ich glaube, gehüttelt wirst, wirst du auch unterbrochen beim Aufsitzen. War das nicht so? So, wir haben es jetzt nicht ganz geschafft mit Stufe 20, aber kurz davor. Da ist wieder ein 20er. So, und hier ist das Lager. So, das ist jetzt die Nebenquest. Abschließen. Annehmen. Dann haben wir hier die Nebenquest. Laden. Können wir noch Zeug kaufen. Ist das schon wieder ein Schuh, wo wir daraus trinken sollen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht wir selbst. Okay, hier können wir Heiltränke kaufen, wenn wir möchten. Okay, das war's. Ist das für ein Abenteuer-Folianten? Jetzt brauchen wir zum Brauen. Ah, okay, werden wir wahrscheinlich zum Brauen eher brauchen. Baldur sitzt hier. Gut. Sehr gute Arbeit bei der Säuberung. Wobei die Mine halb eingeschürzt ist und diese diebischen Telpas uns unsere hart verdiente Erz gestohlen haben. Kann sein, dass ich deswegen sogar meinen Posten als Aufseher der Mine verliere. Haha, ich sollte das hier eine Weile lang zu meiner Festung machen. Diese Trottel müssen zurück an die Arbeit. Mir doch egal, ob die noch ganz durch den Wind sind. Verwirrte Arbeiter, denen werde ich schon den Kopf waschen. Wir müssen den Laden hier sofort wieder aufbauen. Muss denen helfen, die Mine wieder anzuschmeißen, oder was? So, Triporter nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Dann die... Was müssen wir hier machen? Ah, hier müssen wir das mit dem F5.
Okay, das müsste dann eigentlich schon eine Quest sein wieder. Abschließen, 3 von 5. Güter haben wir dazu bekommen. So, was haben wir hier? Reden. Oh, sogar ein Lager gibt's hier. Mit Brücken zu ihm, aber gut. Okay, ich bin bereit. So, ermutigen. Ah, ne, na toll, das müssen wir da machen. Okay. Ermutigen. Boah, das ist halt echt, das bauen sie halt auch überall ein, dass du ermutigen tippen musst oder halt die Emotes machen musst und so weiter. Bisschen wenig. Lied der Tapferkeit. Ja, natürlich, wir trennen auch noch eins. Lied der Tapferkeit. Das ist irgendwie das beliebteste anscheinend. Aber es ist immer Emote-Trellern oder sowas in der Richtung. Ich erkenne ein Muster. Kein schönes. Oh, okay. Alle wieder motiviert. Oh, ich sehe sofort, dass du eine Anführerin bist. Zu schade, dass du Baldurs Assistentin bist. Ich verdoppel deinen Lohn, wenn du für mich in den Ruß-Ambus-Minen arbeitest. Die bombastische Brauerei kommt zuerst. Ah, du hast recht. Ja, die Brauerei. Ich habe nach dem Erdbeben einige meiner Untergebenen dorthin geschickt. Es sollte schon bald ein Bericht von denen kommen. Hm, hoffentlich ist da nichts passiert. Aber jetzt bin ich doch misstrauisch. Hm, nein, das reicht nicht. Schauen wir in der bombastischen Brauerei nach ihnen. Wir wissen nicht, was durch das Erdbeben eingestürzt ist. Also nehmen wir den Weg durch die Schmuckblütenhöhlen. Okay, abschließen. Okay, die Folge ist lang, 41 Minuten. Wir werden da auch gleich enden machen. Aber tatsächlich, wir 3 Level in der Folge geschafft. Holla die Waldfee. Kaderstufe. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Lost Ark. Ciao, ciao. Macht es gut.